Herzlich willkommen zum Video vom Automagazin Tuning Blog. Heute dreht sich alles um ein absolutes Kultauto, den Jaguar E-Type. Dieses Fahrzeug hat seit seiner Einführung im Jahr 1961 Autogeschichte geschrieben und kehrt nun in einer ganz besonderen, limitierten Version zurück, der sogenannten Commemorative Edition. Bevor wir jedoch tiefer in die Details einsteigen, denkt daran, ein Abo dazulassen, um in Zukunft keine spannenden Videos zu verpassen. Der Jaguar E-Type war schon immer ein Hingucker und Jaguar Classic bringt ihn nun in einer frischen, handgefertigten Variante zurück. Dies geschieht allerdings nicht einfach als Restaurierung, wie es bereits bei früheren Projekten der Fall war. Nein, dieses Mal werden die Autos tatsächlich von Grund auf neu gebaut. Die Inspiration für dieses Projekt kam von einem loyalen Kunden aus Südostasien, der sich gleich zwei dieser Schmuckstücke sichern wollte. So wurde die Commemorative Edition geboren, die 50 Jahre nach dem Produktionsende des legendären Roadsters entstand. Die Fahrzeuge, die von Jaguar Classic gebaut wurden, basieren auf den originalen Blaupausen der Serie 1 aus 1961 bis hin zur Serie 3 aus den frühen 70er Jahren. Die Farben dieser E-Type-Exemplare, Signet Green und Opal Black, sind eine Hommage an die Farbtöne, die kurz vor dem Produktionsende des E-Type vor 5 Jahrzehnten angeboten wurden. Es sind die ersten wirklich neuen E-Types seit dieser Zeit, denn bisher hat Jaguar Classic nur bestehende Autos restauriert. Unter der Motorhaube dieser Neuauflage befindet sich ein 3,8 Liter Reihensechszylinder, der nun mit elektronischer Einspritzung ausgestattet ist, anstatt mit den ursprünglichen 3 Vergasern. Zusätzlich wurde das alte 4-Gang-Schaltgetriebe durch ein modernes 5-Gang-Getriebe ersetzt. Die Modifikationen und Anpassungen, die in das Fahrzeug eingeflossen sind, haben mehr als 2000 Stunden Arbeit in Anspruch genommen. Eine beheizbare Windschutzscheibe und sogar ein Bluetooth-Radio sind nur 2 der modernen Extras, die diesem klassischen Auto hinzugefügt wurden. Ziemlich schick, oder? Im Innenraum glänzt der E-Type Commemorative mit edlen Materialien und raffinierten Details. Die Sitze bestehen aus handgewebtem bräunlichem Leder von Bridge of Weir, einer Neuheit bei Jaguar Classic. Dazu kommt die beeindruckende schwarz-braune Lederausstattung. Besonders ins Auge fällt die anodisierte Aluminium-Mittelkonsole, auf der eine Gravur der Blaupause eines E-Type der Serie IN zu sehen ist. Ein echtes Highlight. Die luxuriösen Details setzen sich auch bei den Schaltern fort, die aus fein bearbeitetem Silber bestehen und das Gesamtbild des Interieurs abrunden. Ein weiteres kleines Meisterwerk steuerte Deakin & Francis bei, der älteste Schmuckhersteller Großbritanniens. Er war für die silbernen und 18-karätigen Golddetails im Wagen verantwortlich, die dem E-Type das gewisse Etwas verleihen. Es ist schwer, sich nicht in das kunstvoll gestaltete Interieur zu verlieben, das wie eine Mischung aus einem Kunstwerk und einem fahrbaren Klassiker wirkt. Was kostet das Ganze? Jaguar hat dazu keine exakten Angaben gemacht, aber man kann sicher davon ausgehen, dass die Commemorative Edition teurer ist als die bereits sehr hochpreisigen Reborn-Modelle von 2017, die für rund 295.000 Pfund verkauft wurden. Da diese Reborn-Modelle auf bereits existierenden Fahrzeugen basierten, während die Commemorative Edition komplett neu aufgebaut wurde, dürfte der Preis noch einmal deutlich höher liegen. Bereits 2021 brachte Jaguar Classic mit der E-Type 60-Kollektion eine Sonderedition heraus, um 60 Jahre des E-Type zu feiern. Diese Kollektion bestand aus 6 Coupés und 6 Roadstern, die ebenfalls liebevoll restauriert wurden und den Launchfahrzeugen vom Genfer Autosalon 1961 nachempfunden waren. Es ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie Jaguar Classic es schafft, den Geist dieses ikonischen Fahrzeugs zu bewahren, während sie moderne Technik einfließen lassen. Diese neuen E-Type-Modelle sind nicht nur eine Hommage an die Vergangenheit, sondern zeigen auch, wie zeitlos gutes Design sein kann. Und falls du jetzt Lust bekommen hast, mehr über solche unglaublichen Projekte zu erfahren, lass doch ein Abo da und bleib bei uns auf dem Laufenden.